und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sabine und es freut mich, dass du vorbeigeschaut hast. Heute im Thema oder wieder mit einem Videohop von der Team Stempelwiese. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann dieses Mal. Und Thema ist natürlich Weihnachten. Surprise, surprise. Und ich habe mir von einer amerikanischen Kollegin diese tolle Karte abgeguckt. Da kann man nämlich einen Gutschein reintun oder auch Geld, wie man will. Und ich fand es ganz cool, weil das schön versteckt ist. Und hier kann man noch ein bisschen was reinschreiben. Und ich habe das Ganze hier mit einem Baum fixiert, mit unserer Handstanze von Tannen und Karos. Oder hier mit Sternen von dem Set Flockenwünsche mit passenden Stanzen. Also kann man auch so machen. Man kann es auch mit einem Magneten. Ich glaube, das mache ich heute. Zeige ich euch einmal, wie es mit einem Magneten geht. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Klickt euch auch gerne bei den anderen Mädels durch. Es haben sich wieder viele Mädels zusammengetan und jeder hat tolle Ideen. Schaut es euch durch. Die Playliste verlinke ich euch eben entweder hier oben oder auf jeden Fall ist es unten beschrieben im Beitrag. Und klickt euch durch. Lasst gerne einen Daumen hoch und über ein Abo, da freuen wir uns, weil dann wissen wir, dass wir das richtig machen. Genau, oder dass euch das gefällt. Gut, fangen wir an. Wir brauchen zunächst einen Farbkarton. Ich habe hier von den Incolors den neuen Celadon Farbe. Den halbiert es, also legt die kurze Seite an und halbiert es bei 10,5. Dann müssen wir falzen. Dafür müssen wir das, nee, müssen wir nicht ausklappen, das geht so. Gut, dann müssen wir falzen. Einmal bei 7,4. Und einmal bei 14,85. Genau. Dann nehmen wir uns das erste Kästchen und legen uns diese Kante bei 3,5 an. Und nehmen unsere Schneideklinge und legen die aber, also nicht durchschneiden, sondern legen die uns bei hier auf der Seite, ihr habt ja die Skala, oder je nachdem, wie ihr euer Brett halt haltet, und legen die uns bei 2 cm an und ziehen bis 8 cm runter. Das ist dann der Schlitz für unsere Gutscheinkarte oder Geld. Genau, dann brauchen wir noch einen Farbkarton mit 6 cm auf 8. Den schneiden wir uns auch gleich zurecht. Jawohl. Und dann brauchen wir Designerpapier. Diesmal habe ich mir das Papier genommen, wunderbar weihnachtlich. Und zwar brauchen wir da zweimal 7 auf 10. 10 ist die Höhe und ich habe da ein Muster, das will ich jetzt nicht, dass auf dem Kopf steht. Deswegen schneide ich mir jetzt als erstes die 10 ab. Dann tue ich mich leichter. Und dann die 7. Und nochmal die 7. Jawohl. Und dann brauche ich noch ein Designerpapier mit 7,5 auf 5,5. Da bleiben jetzt 5,4 über. Das gilt aber, hätte ich gesagt. Dann machen wir da, sonst haben wir ja so viele Reste am Schluss und machen 7,5. Das kommt hier auf diesen kleinen Farbkarton und mich persönlich stört es nicht, wenn da ein bisschen mehr rausschaut. Jetzt wenn es 7,5 wäre, dann wird es halt so rausschauen. Aber gut, schenkt man uns, hätte ich gesagt. Genau. Dann falzen wir das Ganze einmal durch, das nach innen und dann nochmal. Ziehen das schön mit dem Falzbein nach. Und dann kleben uns die Seite schon einmal fest. Da ist es so, dass ihr bitte nur außenrum einen Kleber macht, weil sonst könnt ihr ja die Gutscheinkarte oder das Geld nicht mehr reinstecken und das wäre ja schade. Dann machen wir das fest. Schauen wir mal, wo habe ich denn? Jawohl, da. Dann nehme ich mir immer da, also ich nehme meine Visitenkarte, wenn ihr den Gutschein habt, dann nehmt ihr euch den als Anlegepunkt. Und dann mache ich jetzt als erstes hier das Designerpapier drauf. Ach ja, und wer ganz spart, der kann gerne mal auf meine Homepage gucken, www.sabineskartendesign.de. Ab 3. Dezember, ich glaube 3. Dezember war es, läuft der Ausverkauf.
Das heißt, wir verabschieden uns ja von unserem Juni-Dezember-Katalog. Einige Sachen werden übernommen in den neuen Hauptkatalog, andere Sachen fallen raus und die könnt ihr zum Teil super günstig bekommen. Schaut auf meine Homepage, wenn euch das interessiert. Und da ist die PDF verlinkt. Die Liste, die habe ich auch sortiert. Zuerst die deutschen Sets und dann kommen die englischen und die französischen. Und da steht dann auch dabei, wie viel ihr spart. Also schaut auch mal vorbei und ich mache dann auch gleich die nächste Bestellung am 3.12., glaube ich. Aber das steht alles auf der Homepage. Gut, ich möchte dieses Mal ja einen Magneten verwenden. Deswegen habe ich jetzt da schon mal das Designerpapier drauf geklebt. Jetzt kommt hier der Farbkarton drauf. Und deswegen lege ich mir immer wenn die Visitenkarte mit rein, weil dann kann ich das gut damit verdecken und kann gucken, wie das passt, damit die auch verdeckt ist. Genau, dann klebt man das fest. Dann machen wir unseren Magneten hin. Das einmal weg. Und zwar klebe ich den jetzt einmal hier mittig hin. Jawohl, mach das weg. Lass den, also der zweite Magnet ist mit dran. Mach da auch den Kleberschutz weg. Und mach das so zu. Und dann passt der nämlich perfekt. Und dann kann ich jetzt das Designerpapier drüber legen. Dann sieht man den auch nicht mehr. Und den kann man dann entweder so lassen oder man kaschiert ihn noch mit irgendeiner Deko, mit dem Stern oder je nachdem, für was man die Karte geplant hat. Und dann sieht man den nämlich gar nicht mehr. Jawohl. Und jetzt, zack, geht das schön zu. Dann machen wir hier vorne auch das Designerpapier noch drauf. Ihr könnt natürlich auch das Designerpapier zum Beispiel weglassen. Da Grundweiß nehmen oder Vanille pur und könnt da auch was stempeln. Also da ist ja jeder wieder frei in seiner Kreativität. Gut, ich habe mir diesmal schon Bäume und Sterne ausgestanzt und auch schon das Etikett vorbereitet. Da habe ich mir was Neues geleistet. Und zwar heißen die Stanzformen beschwingt, bestickt. Die haben diesen schönen Rand. Und ich liebe ja diese Stickmuster. Aber die gibt es ja leider nicht mehr im Katalog. Deswegen habe ich mir die jetzt angeschaut. Die machen dann eben so einen tollen Rand dazu. Allerdings stanzen die nicht aus. Also die stanzen diesen Rand rein und ihr müsst es dann außenrum noch zuschneiden. Aber das ist ja kein Hexenwerk, hätte ich gesagt. Aber ich finde es toll mit diesem gestickten Rahmen wieder. Und ein bisschen mit Schwung. Also, genau. Und dann nehme ich jetzt aus dem Set Flockenwünsche, nee, Schneeflockenwünsche heißt es, den Spruch, ein Hauch Winterzauber zum Weihnachtsfest. Genau. Und weil es heute draußen schneit, finde ich das ganz passend. Und da nehme ich auch die passende Farbe dazu. Celadon bleibt Ton in Ton dieses Mal. Und die habe ich noch gar nicht ausgepackt gehabt, habe die gerade eben erst geöffnet und dachte mir, ich zeige euch ja mal gleich in dem Video, wie man das beklebt. Ihr habt ja da hinten Englisch, Französisch, Chinesisch und die deutsche Farbbezeichnung im Endeffekt. Und dann könnt ihr das hier so abmachen. Normal geht es alles mit weg, aber ist kein Problem. So, und dann habt ihr ja da immer so einen Farbstreifen. Und vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, für was ist denn der Farbstreifen? Ich habe doch hier vorne meinen Namen, für was ist der Farbstreifen? Und deswegen dachte ich mir, ich zeige das. Und zwar habt ihr ja hier so eine Mulde. Also nicht nur, damit man da schön mit die Finger reinlangen kann und das zu öffnen und zu schließen, sondern dafür ist der Farbstreifen gedacht. Wenn ihr den da jetzt so reinhebt, dann könnt ihr nämlich, wenn ihr die so offen da habt, sehen, was das für eine Farbe ist. Cool, gell? So, und das dachte ich mir, zeige ich euch jetzt einmal. Vielleicht weiß es ja der eine oder andere noch nicht. Gut, und dann machen wir noch den Namen drauf.
damit man es auch findet. Und der kommt da unten hin. So, jawohl, genau. Gut, dann legen wir mal los. Jetzt klebt das nicht mehr so. Mist. So. Machen wir wieder ein schräg. Jawohl, perfekt. Abdruck ist perfekt. Acrylblock schaut nicht so toll aus. Machen wir gleich sauber. Falls ihr auch einmal so einen Acrylstempel habt, der nimmer backt, verlinke ich euch hier oben ein Video. Da zeige ich euch, wie man das wieder hinkriegt, dass die optimal kleben. Das passiert einfach mit der Zeit. Die kriegen da ein wenig Dreck ab und verschmutzen natürlich und so weiter. Das ist eine ganz normale Sache. Und in dem Video zeige ich euch, wie ihr das ganz einfach lösen könnt, falls ihr es noch nicht wissen solltet. Genau, so. Dann machen wir noch Abstandshalter drauf. Und positionieren uns das. Bei den Abstandshaltern auch. Ihr seht hier, ich habe jetzt da so komische Formeln, aber nutzt das komplett aus. Also da habt ihr ja immer so einen Rand außenrum. Schneidet den ein, das habe ich hier gemacht, in kleine Stücke und verwendet die. Dann habt ihr das optimal aufgebraucht. Jawohl, dann machen wir das da so hin. Sehr schön. Und jetzt tun wir noch ein bisschen dekorieren. Dann machen wir den Baum hin. Und da die Sterne. Ich glaube, das reicht schon. Jawohl. Da nehme ich immer sehr gerne meine Glue Dots, weil das super ist. Gerade mit diesem, weil wenn da nämlich, bei diesem goldschimmernden Papier, wenn da nämlich einen Kleber vorne hinkriegst, dann kannst du es wegtun. Das kriegst du nicht mehr sauber. Und man hat auch ein bisschen einen leichten Abstand. Nicht arg. Aber das geht ratzifatz. Und man muss sich nicht so arg ärgern mit Kleber auf so kleine. Und sie halten wirklich Bombe. Also man darf diese kleinen, seht ihr das? Diese Punkte nicht unterschätzen. Gut, super. Dann sind wir schon fertig. Das war's. Gar kein Hexenwerk. Und ist, finde ich, echt eine tolle Sache. Zack. Da dann noch ein Flüsterweiß rein, auch im Maß 7 auf 10 cm. Und dann ist die Karte fertig zum Verschicken, zum Verschenken, wie auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und über ein Abo von meinem Kanal. Schaut bitte auch bei den anderen Mädels vorbei. Die haben sich auch Mühe gegeben und sich bestimmt was Tolles einfallen lassen. Und können euch da die eine oder andere Anregung geben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und dann schöne Weihnachten. Tschüss!